Hey Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Wir haben direkt erstmal hier wieder ein Gespräch zwischen den ganzen Charakteren. Strahl der Finsternis. Ich bin jetzt nach oben gelaufen und ich habe gehofft, dass das noch bleibt mit dem Gespräch. Ich bin jetzt oben angelangt und jetzt gehen wir den weiteren oder beziehungsweise den nächsten Elementargeist holen. Und er wurde gesagt, er ist im Mana-Turm. Auf dieser Seite, in Tetherhella. Ich denke mal, dort werden wir auf Luna treffen und auf Aska. Das heißt, die beiden fehlen uns noch. Und die holen wir uns natürlich. Ah, dann lese ich erstmal hier auch mal was durch hier. Ja, ansonsten Luin werden wir wohl erst gegen Ende machen, wenn wir genug Geld haben. Ja, dann können wir auch endlich den Brief Alfred geben. Ansonsten, ja, Chocolate müssen wir noch retten. Ich habe keine Ahnung, wann das kommt. Aber jetzt gibt es wieder ein Gespräch zwischen den beiden. Wenn die Welten sich trennen. Ah, hier Rain, Zalos, China. Bald wird die Welt von Cruises befreit sein. Oh, das hoffe ich mal. Mal sehen, was dann passiert. Auf jeden Fall müssen wir erstmal zum Mana-Turm fliegen. Dort konnten wir erstmal nicht hingelangen, aber ich glaube, jetzt kommen wir hin. Tja, er hat wohl keine Angst. Hübschesten Zuckerpäppchen. Naja. War ja klar, dass sowas von Zalos kommt. Ja, da regt sich schon China wieder auf. Gut. Dann mal hin. Der Mana-Turm ist da. Der graue Punkt. Da sind wir schon hingekommen, aber wir kamen nicht hin. Wir kamen nicht rein. Ich hoffe mal jetzt. Sieht das doch anders aus. Und wir kommen jetzt da rein. Immer noch nicht. Ja, super. Das ist jetzt schlecht. Wird mir jetzt gesagt. Die Erpressung, ja. Die haben wir noch nicht. Stunde des Heils. Der Turm des Manas. Okay, wir müssen nach Silverrand. Okay. Wenn wir nicht hier reinkommen, dann müssen wir zurückfliegen. Alles klar. Null Problemo. Da haben wir nämlich das Tor. So, rein. Hä? Dann will er mich jetzt nutzen. Dahin. Geht doch. Auf geht's nach Silverrand. Gut, dass man einmal nachschauen kann. Stimmt, hier können wir ja rein. Ich denke mal, jetzt kriegen wir erst Luna, den Elementargeist. Und dann können wir auch Aska uns aneignen. Der war jetzt da oben, ne? Da war er. Ne, das ist nicht der Mana-Turm. Wo ist denn der denn jetzt? Ist doch so groß, er ist doch nicht übersehbar. Da ist er doch. Bin ich zum falschen Punkt geflogen. Ja. Ich würde gerne. Hallo? Ja, dann. Dreht euch. Ich krieg einen Nervenzusammenbruch hier noch. So. Runter. Oh, endlich. Turm des Heils.
Nee, wir müssen zum Mana-Turm. Also war ich doch da oben richtig. Oh. Wo sollen wir leben? Silverwind Team. Ja. Bald ist der Tag gekommen, den letzten Kontext durchtrennen. Ja, mal sehen. Was? Jo. Die wurden ja auf Tatahella geboren. Bleiben die hier in Silverin? Ah, ja gut, er möchte das. Wayne bestimmt auch, oder? Okay, sie weiß es noch nicht. Okay. Da müssen wir ihr noch ein bisschen Zeit geben. Für Genius war ja schon klar, bei Lloyd zu bleiben. Also hier in Silverwind. Kann man ja auch verstehen. Man kann auch, ja, Rain verstehen. Weil sie ja in Tatahella geboren ist, aber eigentlich ist er ja hier aufgewachsen. Naja, gut. Das werden wir erstmal sehen, wenn es soweit ist. Och, jetzt komme ich ja nicht vorbei, oder was? So. Hier kann er nicht höher gehen, okay. Wenn es nicht der Turm ist, dann fress ich. Ja, hier haben wir doch. Stimmt, hier müssen wir noch. Ja, genau. Ich erinnere mich. Hineingehen. Das können wir, glaube ich, auf die Abkürzung nehmen. Achso, ich dachte jetzt. Jetzt glaube ich, muss ich auch gegen die kämpfen, aber. Nein, ich habe keine Lust dazu. Ich will einfach nur nach oben. Das ist eigentlich mein Ziel. So, danke, lass mich bitte vorbei. Für Faule. Ah, jetzt kommen aber wieder sehr viele Gespräche. Ach so. Ja, natürlich, wir haben ja schon alles geöffnet. Ja, deswegen, also, warum sollen wir nicht den kürzesten Weg gehen? Das wäre noch eine Möglichkeit, ja, warum denn nicht? Jetzt regt er sich. Jetzt regt Lloyd sich über den, wie heißt das jetzt? Der Hersteller, der das programmiert hat. Die hätten uns ja auch ein Ding ganz eingeben können. Aber auch echt geil gemacht von dem Entwickler, so was einzubauen. Stimmt, abkürzen hätten sie wirklich machen können. Naja, gut, aber wir haben ja trotzdem noch eine Abkürzung. Wir gehen jetzt einfach den Weg hier hoch und dann passt das. So. Dann geht es hier lang. Genau. Wir werden aber natürlich vorher speichern. Man weiß ja nicht, was auf mich hier erwartet, was, wie stark Luna wirklich ist. Nein, Teddybär. Wir hauen ab. Wir kuscheln nicht mit dir. So, dann haben wir das hier alles erledigt. Und Kratos ist dort. Stop! Kratos, don't get in our way! Hear me out. The Daris Carlon core system just finished calculating its answer. If you form the pact with a summoned spirit, the protection around the Great Seed will be completely lost. And that's exactly what we desire. Don't you understand? What you're hoping for will not happen. Silence! Do you think we'll pass up this opportunity? Void! Leave them to me. Go now. Form the pact with the summoned spirit of life. Alles klar. This is it.
the protection around the Great Seed will finally fall after this pact. We're counting on you, Sheena. You got it. I am Sheena. I ask that thou annulst thy pact with Mythos, and establish a new pact with me. Where is Asuka? He'll come. He promised. I see. Then all is well. I shall test thy worthiness to wieldst my power. Und jetzt kommen beide, glaube ich. Auf mich, ja. Okay. Puh, das war wieder ein harter Kampf. Wir werden als erstes ein magisches Auge auf Asuka werfen. Okay, der hat ziemlich viel. Dann werden wir wieder ein magisches Auge werfen, aber diesmal auf Luna. Ich glaube, ich gehe erstmal auf den hier. So. Eigentlich habe ich auf Asuka gezielt, aber okay. Nein! Kommt schon! Also, der Kampf wird nicht ohne. Auf einfach jetzt. Zack, zack, zack. Wir müssen nur noch wieder... Okay, eigentlich habe ich falsch gemacht. Und es geht weiter mit Nurse. Wir pumpen nur noch Nurse. Alter, komm. Oh shit. Komm. Wir schaffen es. Fort. Komm. Los. Und jetzt geht's los. Jetzt zack. Gegen Asuka. Gibt es einen? Da haben wir ordentlich eingeheizt. Irgendwie gehe ich alleine auf Asuka. Okay, der ist gleich tot. Und weiter. Wir werden nicht aufgeben. So. Ich gebe mir jetzt mal ein Citrus-Gel. Okay, das war das Falsche. So. Gibst du dir ein Citrus-Gel? Die kann nicht kämpfen. Oh, das ist doof. Wir haben ja noch Wasser des Lebens. Okay, komm. Einen anderen Skill wollte ich mir geben. Komm. Oh, danke, Genius, dass du auch mal kommst. Und weiter geht's. Oh, komm. Komm schon. Du musst doch gleich down sein. Ja. Okay, jetzt geht... Jetzt... geht das hier rund. No chance, sagt sie. So. Keine TP mehr. Wie viel Leben hat sie noch? 8000. Das geht. Der Kampf geht eigentlich. Wir kommen ganz gut. Oh, sie setzt Y ein. Da block ich natürlich. Wir greifen trotzdem noch an. Alles klar. Das sieht doch ganz gut aus für uns. Neue Fähigkeiten erhöhen. Seal absolut. Oh. So.
Jetzt bist du dran. Zack, zack, zack geht das hier. Hä? Ah, oh, toll. Venus konnte nicht angreifen. Na, egal. So. Hier nochmal einen anderen Skier. Aber gerade dann... Na komm. Kriegen wir schon platt. Jetzt. Und alle kriegen ein Level Up. Sehr schön. Genius bekommt den Titel Begriff stutzig. Geil. Thou art powerful. Now state thy vow upon which thou wilt base our pact. I vow to germinate the great seed in order to realize the true regeneration of both worlds. We accept thy vow. Erhalten Topaz, a land sea seal light on summoning light. You did it! No! The tree is Martell? She reminds me of someone. She reminds me of... Why would Martell reappear with that giant, grotesque tree? I was afraid this would happen. What do you mean? Having lost the stability afforded by the protection of the summon spirits, the great seed has gone out of control. No! The purpose of the summoned spirits was to isolate the great seed from the outside world and prevent it from growing. That was only half of it. The two worlds were forced out of phase by Yggdrasil. They should have drifted apart from each other and have been consumed by the void. But this was prevented from happening because the great seed was placed in the center between the two worlds. I don't need a lecture from you to know that. The Great Seed is constantly being pulled upon from both worlds as they try to separate from one another. It's a miracle that this delicate balance held up for even this long. Wait.
So the Mana Link served as a cage to contain the Great Seed in the space between the two worlds? Is that what you're saying? Exactly. And because you provided the unstable Great Seed with mana, it germinated in a twisted form and has gone out of control. It's even engulfed Martell. Who cares why this happened? I want to know what's going to happen if we can't stop this thing. If what Kratos says is true, then Silveron will be consumed and destroyed by the Great Seed. And if Tethiala will be destroyed as well, as it is linked by the holy ground of Carlon and the otherworldly gate. Then everyone will die. Everyone, except that twisted tree and the angels that live on Darris Carlon. We have to do something! But what can we do? Yuin, how do you plan to rectify this situation? We can cut off the mana flow and stop the seed from receiving any more mana. But that won't subdue the giant tree. The process has already begun. Is the giant tree going crazy like that in Tethiala too? Highly unlikely, although I imagine they are feeling some effects, such as earthquakes. That makes sense. Because Colette activated the process of world regeneration, the summon spirits of Silveront are now active. Therefore, the giant tree was drawn over here by Silveront's summon spirits. Correct. The summon spirits exchange their respective roles of yin and yang each time a Chosen's quest for world regeneration succeeds. Currently, the summon spirits of Silveront are carrying out the role of Yang by providing the mana. But because the giant tree has overabsorbed Silveront's mana, it is... If that's the case, couldn't we neutralize it? By blasting it with the power of the opposing summon spirits? Whoa, Lloyd! You actually understood what we were talking about? Shut it, genius! Professor once said that the negative and positive of a magnet neutralize each other. This is kind of the same thing, right? That's not quite right, Lloyd. But nonetheless, it's a clever idea coming from you. Even if we did decide to try and set the summon spirits of Tethiala against it, how are we going to go about doing that? We can't get close to that crazy thing.